Hallo, hallo Freunde chinesischer Smartphone-Kunst. Ich grüße euch. Heute nur mal ganz kurz nochmal drei Angebote, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet. Und zwar, wir steigen direkt ein mit dem Lubo S1. Ein weiteres tri-besseles Smartphone, denn da stürzen sich jetzt alle drauf. Dodgy Mix habe ich ja schon vorgestellt. Und das war's. Aber Lubo angekündigt, Yumi angekündigt, VK World auch noch. Dazu mache ich morgen noch ein Video. Heute aber erstmal das Lubo S1, denn es ist im Vorverkauf. Und es ist sehr günstig. Bisher das günstigste tri-besseles Smartphone von den ganzen bekannten chinesischen Herstellern. Und eben hier jetzt im Vorverkauf. Auslieferung ist zwischen dem 30. Juli und dem 3. August. 140,97 €. Kostet es im Moment entweder ein Schwarz oder ein Weiß. So, ja, also hier auch tri-besseles. Ich denke mal, in der Optik wird es dem schon vorgestellten Xiaomi, nicht Xiaomi Mix, ich meine natürlich den Dodgy Mix, wahrscheinlich sehr, sehr ähnlich sehen. Was soll man machen, ne? Da haben sie nun beide diesen physischen Button, beziehungsweise von der Optik her. Und der Rest ist nun mal Display. Okay. Natürlich hier, da, also 140 € ist ja wirklich... Jetzt steht $159 da. Wenn bei euch das in Dollar steht, dann müsst ihr oben auf Ship to Germany und USD. Von USD, also US-Dollar, auf Euro, safe. Wunderbar. Ich werde es auf jeden Fall bekommen, weil ich diese ganzen tri-besseless Smartphones alle mal testen möchte. Ich möchte jetzt endlich herauskriegen, was ist denn dann eigentlich so das Beste, obwohl natürlich die technischen Daten schwanken, die Preise schwanken ja auch so ein bisschen, also ist da für jeden was dabei. Aber wenn man hier mal den Preis bedenkt, muss ich sagen, ja, das 67,57 ist schon nicht schlecht und dann 4GB RAM, 64GB Festspeicher, das ist schon unglaublich gut, vor allem wenn man bedenkt, dass hier ein Full-HD-Screen verbaut ist. Steht jetzt hier nicht da, Corning Gorilla Glass ist schon mal nicht schlecht bei Screen Type, aber ich gehe mal davon aus, dass es ein LCD-IPS-Panel sein wird, wobei ich das sogar bevorzuge, auch wenn AMOLED-Displays seltener sind und begehrter. Aber hier eben Full HD, wir wissen ja, dass Xiaomi Mix eben nur mit HD, wer sich daran jetzt stört. 3.500 mAh ist doch auch nicht schlecht, sicherlich kein Runitor E, aber schon mal ein guter Schnitt. LTE und sowas ist ja klar. Ach ja, ich sehe immer auch mal, wer damit nichts anfangen kann mit 67,57, ist der Helio P25. Sollte also ja auch für vernünftige Leistung sorgen. Und 90% Screen-to-Body-Ratio, das ist echt krass, ja. Und Gorilla Glass immerhin in der Generation 4, 2,5D, gut, das ist Standard. Also insgesamt, wir kennen die Umsetzung noch nicht, dürfte klar sein, wir hatten schon viele... wirklich Geräte gab, die sehr vielversprechend waren und zum Schluss im Alltag aus Gründen auch immer nicht vernünftig funktioniert haben. Ich bin aber auf jeden Fall mega gespannt drauf. Mega gespannt. Das Xiaomi, ich mit meinem Xiaomi Mix, das Dodgy Mix auf jeden Fall, habe ich ja gerade aktuell im Test und das gefällt mir auch schon mal sehr. Hat sogar noch Typ C USB. Dann passen nämlich alle Kabel, die man so hat, nicht mehr. Juhu, USB-C. Ja, ich habe meine Testgeräte, die haben in der Regel, ja, zum Beispiel das Runitor E, ja, USB, den normalen Micro-USB, ja, dann habe ich aber immer mein, naja, ehemaliges Hauptgerät, das ist das Lite V mit USB-C, darf ich immer verschiedene Kabel haben, nicht so toll. So, nächstes Thema, auch sehr verlockendes Angebot, diesmal von Xiaomi, das Redmi Note 4. Ich halte hier gerade in einem Bumper das Redmi Note 3 in meinen Händen und das ist bereits ein wirklich, wirklich fantastisches Telefon. Obwohl es eine ältere Generation ist, inzwischen älter, muss ich sagen, meine Güte. Vom Handling bis über die Software, MIUI. Es ist nicht perfekt, weil nämlich Bluetooth spinnt. Ich denke mal, bei den Note 4 haben sie das dann ausgemerzt. Und ich erwähne es nur, es ist ja kein neues Gerät, aber es ist jetzt 8 Tage lang in der Promo und kostet nur 132 €. Wie gesagt, das Redmi Note 3, ein unglaublich gutes Telefon. Xiaomi für mich immer eine unglaublich gute Marke, schon viele Xiaomi-Produkte gehabt. Daher... ja, ich weiß, getestet habe ich es nicht, aber es ist eben hier günstig. Ich wollte es euch nicht vorenthalten, immerhin geht es hier nicht um irgendeinen unbekannten China-Hersteller, sondern um einen bekannten China-Hersteller. Okay, hier auch eben Leistung, ne? Nicht zu knapp und Full HD und überhaupt ein schön großes Telefon. Das ja, müsste auch wieder 5,5 Zoll sein. Na, hier steht's. Insgesamt ein sehr, sehr rundes Paket und in... eben von Xiaomi. Und 132 € ist echt krass billig.
Also Xiaomi Redmi Note 4, hier sehr, sehr günstig gerade bei Gearbest. Und wir kommen zum Ukitel U22. Mal wieder ein Telefon, deshalb habe ich das jetzt hier auch mit reingenommen. Weil sehr günstig ist, 61 Euro, also jetzt nicht nur verhältnismäßig für die Technik, die wir bekommen, sondern auch extrem günstig überhaupt für ein Smartphone. Ich weiß, haben wir alle schon billiger hinbekommen, ich sage nur Gretel A7. Was ich bereits im Unboxing vorgestellt hatte, das kostet glaube ich nur 47 Euro oder sowas. Aber trotzdem ist auch 61 Euro für ein Smartphone ziemlich wenig Geld. Und da sehen wir hier von Optics, die macht einen echt vernünftigen Eindruck. Also sieht jetzt nicht aus wie das Billig-Phone hier von der Resta-Rampe. Vor allem, weil wir hier auch Metallrahmen haben. Das sind wir bei den Gretel beispielsweise nicht. Aber auffällig ist hier die Speicherkapazität. Denn da kommen wir mit 2 GB und 16 GB. Und bei Android 7 ist laut dann der 2 GB RAM auch nicht unbedingt verkehrt. Klar, Screen, das ist ja nun wirklich, was wir gewöhnt sind. 5,5 Zoll. Gut, okay, 5,5 ist ein bisschen außergewöhnlich. In dem Preisbereich haben wir meistens 5,0 Zoll, aber hier 5,5, ein bisschen größer. Aber wie immer natürlich ein HD IPS LCD Panel. Aber das ist immer ein sehr guter Schnitt, es ist ein guter Standard. Genauso auch der 6580, da wisst man ja ungefähr schon, was der an Leistung bringt und wissen, dass das auch nicht verkehrt ist. Ja, Speicher ist natürlich erweiterbar, Dual SIM, das Ding mit Sicherheit auch. Also die Standardsachen. Der Akku ist mit 2700 mAh sicherlich knapp unter dem Durchschnitt. Zumindest der Durchschnitt, dem Durchschnitt, was wir inzwischen gewöhnt sind. Dürfen wir nicht vergessen, bei anderen Herstellern haben wir den Preisbereich meistens noch 1800 mAh, nur sich Einheiten. Sollte hier auf jeden Fall ausreichend sein. Gut, es ist ein 5,5 Zoller. Ich werde es mir auf jeden Fall bestellen und dann ohnehin dann sehen. Das heißt, ich werde es mir bestellen, es ist ja eh schon unterwegs. Also ich bin jetzt aber im Urlaub, also werde das dann wahrscheinlich erst im August sehen, was natürlich blöd ist, weil in 3 Tagen die Promo ausläuft. Aber das ist ja nun immer ein bisschen das Problem, mit dem ich zu kämpfen habe. Ich finde ein cooles Angebot, bestelle es mir natürlich, aber ich das da und zumindest geunboxed habe, ist das Angebot natürlich inzwischen wieder abgelaufen. Und dann muss man auch wieder warten, das ist ja auch blöd. 8 Megapixel Hauptkamera, die natürlich wieder hoch interpoliert wird. Ganz ehrlich, bei 60 Euro erwarte ich mir da nicht sehr viel Kameraqualität, aber zumindest eine gute Leistung und ein gutes Telefon einfach mal für 60 Euro. Ja. Weil stabile Technik drin ist und 2 GB, 16 GB für 61 Euro, 67, das ist echt schon ziemlich krass. In Verbindung auch mit einer sehr angenehmen Optik. Ich weiß, das sind Produktbilder, aber ach, sogar eine Dual-Kamera auf der Rückseite. Kann man ja hoffen, dass das nicht nur reine Show ist mit dieser Dual-Lens-Kamera, sondern tatsächlich auch ein bisschen Mehrwert bringt bei der Bildqualität. In dem Fall muss man sagen, wäre es in dem Preisbereich natürlich ein echt perfektes Angebot. Ne? Ach so, das wird erst am 27. ausgeliefert. Das war wieder Vorverkauf. Okay, gut. Also hier nochmal 3 echt gute Angebote. Das Ukitel U22, wer was richtig Günstiges sucht, Fingerabdruckscanner, das Teil ja auch. Meine Güte. Also ein echt rundes Paket. Ein wirklich, wirklich rundes Paket. Ukitel U22 für 61 Euro. Wandelt sich günstig. Das Xiaomi Redmi Note 4, wer halt auf einen Markenhersteller steht, dem man ein bisschen Vertrauen schenkt. Und natürlich Blubo S1. Ein ganz neues, sehr, sehr preisgünstiges, tri-besseles Smartphone. Sicherlich Produktfoto. Der Rahmen wird dicker sein, davon gehe ich einfach mal aus, aber dennoch immer noch unglaublich gute Specs und letztendlich vergleichsweise ein unglaublich schmaler Rahmen. Ob das jetzt genau so ist, wie es auf dem Bild aussah, mal hin oder her, aber trotzdem letztendlich wenig Rahmen, sehr gutes Verhältnis zwischen Display und Gehäuse. Und das war's für heute. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Das wird morgen sein, als kleiner Teaser. Bis dahin, ciao.